für deine starke Rede, für deine Einordnung, auch dass du uns noch mal deutlich gemacht hast, wie wichtig für uns Europa ist, wie wichtig für uns Demokratie ist. Und vor allen Dingen danke für deine grandiose, unermüdliche Arbeit, die du tagtäglich für uns alle leistet und ganz besonders auch in diesem Europawahlkampf. Herzlichen Dank. Wir haben deutlich gemacht, mehr Bayern tut Europa gut. Und dafür haben wir gekämpft, dafür haben wir mit der gesamten Partei uns eingesetzt. Wir haben gemeinsam stark für ein starkes Europa in den vergangenen Wochen gelebt. Und nun geht es auch stark weiter. Und ich darf sehr herzlich den Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Friedrich Merz, auf der Bühne begrüßen. Herzlich willkommen in Bayern und danke für die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf Ihre Rede. Lieber Markus Söder, liebe Ursula von der Leyen, lieber Manfred Weber, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung heute Abend hier in München zur Abschlusskundgebung von CDU und CSU zum Abschluss unseres gemeinsamen Europawahlkampfes. Lieber Manfred, liebe Ursula, ihr beide habt 5 Jahre im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission eine wichtige Arbeit für Europa geleistet. Lieber Markus, wir beide haben die Union nach der verlorenen Bundestagswahl vor 2,5 Jahren in der gemeinsamen Verantwortung als die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU wieder aufgerichtet. Wir haben die Bundestagswahl 2021 verloren. Wir haben sie nicht verloren, weil die anderen so gut waren. Wir haben sie verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Aber liebe Freundinnen und Freunde, jetzt an diesem Wahlwochenende, an diesem 9. Juni 2024, werden wir der gesamten deutschen Öffentlichkeit, den Medien, aber auch unseren europäischen Partnern in ganz Europa zeigen, die große christdemokratische Europapartei Deutschlands, CDU und CSU, wir sind wieder da und wir nehmen für uns in Anspruch. Wir nehmen für uns in Anspruch, wieder die führende Europapartei in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union zu sein. Denn, liebe Ursula, lieber Manfred, ihr beide wisst es, wir sind ja nicht nur die führende politische Kraft in Deutschland. Wir repräsentieren die größte Mitgliedspartei in der Europäischen Volkspartei. Und wenn an diesem Wochenende die Wahlergebnisse so sein werden, wie wir sie hoffen und wie die Umfragen sie uns zeigen, dann ist es völlig klar, dass damit auch der politische Führungsanspruch für Europa, für das Parlament, aber auch und besonders für die Europäische Kommission lautet: Ursula von der Leyen bleibt Präsidentin der Kommission der Europäischen Union. Und dafür kämpfen wir bis zum Sonntag 18 Uhr, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Ursula, du hast diese Führungsaufgabe in der Europäischen Kommission zu einer Zeit übernommen, wo du, wo wir alle nicht ahnen konnten, was in diesen 5 Jahren geschieht. Und es gibt ein Datum. Und dieses Datum ist der 24. Februar 2022. Das Datum, der Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Und liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn wir heute hier auf einer Wahlkampfveranstaltung sind,
Aber lassen Sie mich das sehr deutlich und sehr klar sagen. Zeitenwende, wie der Bundeskanzler es genannt hat, ist eine Zeitenwende, eine tiefe Zäsur in unserer europäischen Geschichte. Und wir werden möglicherweise erst in einigen Jahren die ganze Dimension dessen verstehen, was da seit dem 24. Februar 2022 geschieht. Der Krieg ist zurück in Europa. Die Bedrohung unserer Freiheit ist zurück in Europa. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, liebe Ursula, weitgehend unbemerkt von großen Teilen der europäischen Öffentlichkeit, dass du das mit der Zeitenwende in Brüssel sehr ernst genommen hast, dass du diese Europäische Union neu ausgerichtet hast, dass du parallel zu dem, was mit Corona noch zu tun war, wirklich diese Europäische Union zusammengehalten hast und gezeigt hast, wir sind entschlossen, und zwar gemeinsam als Europäer, unsere Freiheit, den Frieden auf dem europäischen Kontinent, in dessen Teil wir das große Glück haben zu leben, dies wirklich jetzt zu verteidigen. Und das kann niemand so glaubhaft sagen wie CDU und CSU, die in ihrer ganzen Geschichte immer dafür gestanden haben, eine wehrhafte Demokratie in Deutschland zu sein und sie auch in Europa gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden in Europa durchzusetzen. Und das wird unser wichtigster Auftrag auch in den nächsten Jahren wieder werden, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Und dieses Europa braucht eine starke Bundesrepublik Deutschland. Markus, du hast die Reisen angesprochen. Wenn wir im europäischen Ausland unterwegs sind, und lieber Theo, du weißt es aus deiner Zeit, Edmund, du aus deiner Zeit, wir alle wissen, wie Europa auf Deutschland schaut. Und wir alle erfahren in diesen Wochen und Monaten, wie tief enttäuscht die europäischen Partner von dem sind, was sie zurzeit aus Deutschland hören, sehen und erleben. Ja, wir kämpfen für eine bessere Politik in Deutschland, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Für eine bessere Wirtschaftspolitik, für eine bessere Außenpolitik, für eine bessere Innenpolitik. Aber hierbei geht es nicht nur um uns, nicht nur um Deutschland. Es geht darum, dass wir wieder bereit sind, Führungsverantwortung für diese Europäische Union zu übernehmen, so wie sie die CDU und die CSU in 75 Jahren Bundesrepublik Deutschland bereit war, immer zu übernehmen. Das, was da in Berlin stattfindet, ist ein Desaster für Deutschland, aber es ist auch ein Desaster für Europa, was sich diese Bundesregierung da in Berlin in den letzten 2,5 Jahren geleistet hat. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne etwas versprechen. Lieber Markus, du hast es richtig gesagt. Wir beide arbeiten richtig gut zusammen. Und ihr respektiert in Bayern, was die CDU in Deutschland tut. Wir respektieren in der CDU, welche großartige Leistung die CSU in Bayern bringt. Wir freuen uns darüber, in so einer Atmosphäre heute hier zusammen zu sein mit Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, Bayern hat seine Eigenständigkeiten, keine Frage. Vielen Dank für die gute Beköstigung und das gute Bier. Ich habe mir heute Morgen gedacht, wenn du nach Bayern fährst, ziehst du wenigstens ein weiß-blaues Hemd an. Ist schon ein bisschen älter, aber es passt mir auch noch. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das, was hier so ein bisschen wie Folklore klingt, hat einen ganz, ganz ernsten Kern. Das, was die CSU in Bayern geleistet hat, was die CDU in ganz Deutschland zusammen mit der CSU geleistet hat, hat die Grundlagen gelegt für Frieden, für Freiheit, für Wohlstand, für soziale Sicherheit in Deutschland. Und auch wenn wir diese Bundestagswahl 2021 nicht gewinnen konnten, dann ist trotzdem wahr und richtig,
Es bleibt dabei, wir werden dafür kämpfen, dass es wieder so wird, wie es war, dass wir nämlich die führende Nation in Europa sind, dass wir wirtschaftlich leistungsstark sind und dass wir bereit sind, mit anderen zusammen die Führung dieser Europäischen Union zu übernehmen. Und das ist überfällig, das muss stattfinden. Und dafür können wir am Sonntag ein erstes starkes Zeichen setzen. Und dieses Europa wird in den nächsten Jahren nur bestehen, wenn Deutschland stark ist, wenn Deutschland wirtschaftlich stark ist. Und der ein oder andere von Ihnen wird es gesehen haben. Ich hatte ja gestern Abend das Vergnügen, mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dabei, Frau Illner, in dieser Sendung zu sitzen. Naja, gut. Also, es war ein langer Tag für ihn, alles gut. Aber meine Damen und Herren, als wir dann über die Wirtschaftspolitik gesprochen haben, ist mir noch einmal klar geworden gestern Abend, wo die Unterschiede zwischen denen und uns liegen. Und das Heizungsgesetz ist ja nur ein Beispiel von vielen. Was die da mit dem Heizungsgesetz gemacht haben für die privaten Haushalte, machen sie ganz genauso für die deutsche Wirtschaft im großen Stil, für die gesamte deutsche Industrie. Die glauben in ihrem Bundeswirtschaftsministerium, die gesamte deutsche Volkswirtschaft mikroökonomisch steuern zu können. Mit einer Gruppe von Ökoaktivisten, die in diesem Ministerium sitzen, frei von jedem volkswirtschaftlichen Sachverstand, frei von jedem Sachverstand. Und deswegen will ich es noch einmal etwas deutlicher sagen. Robert Habeck ist nicht der Bundesheizungsminister, der ist der Bundeswirtschaftsminister. Und vielleicht versteht er das auch irgendwann mal, was das heißt, Wirtschaftsminister der viertgrößten Industrienation der Welt zu sein. Da ist er im Kopf Lichtjahre von entfernt, das verstanden zu haben, was der an Aufgabe übernommen hat in diesem Ministerium. Lichtjahre entfernt davon, das zu verstehen. Und dann kommen die auf die Idee, nach 2,5 Jahren im Amt zu erklären, wo die Wirtschaft den Bach runtergeht. Das seien nicht Sie, das seien wir alles gewesen, meine Damen und Herren. Wie viel muss man eigentlich geraucht haben, um nach 2,5 Jahren einen solchen Unfug zu erzählen, dem deutschen Volk zu erklären, Sie seien für diese ganze Misere überhaupt nicht verantwortlich? Doch, meine Damen und Herren, diese Krise unserer Volkswirtschaft trägt einen Namen. Und dieser Name heißt rot-grün-gelbe Ampel. Das ist die Ursache für die Probleme, die wir gegenwärtig in Deutschland haben, und niemand anderes. Und deswegen werden wir mit dem Rückenwind dieser Europawahl in das Bundestagswahljahr 2025 gehen mit der klaren Botschaft. Wir wollen eine bessere Wirtschaftspolitik, wir wollen eine bessere Sozialpolitik, wir wollen auch wieder eine interessengeleitete Außenpolitik unseres Landes, und wir werden ganz konkrete Vorschläge machen, wie, Markus, du hast es gesagt, dieses Heizungsgesetz muss abgewickelt und rückgängig gemacht werden, was die da angerichtet haben. Das muss aufhören. Wir werden dieses sogenannte Bürgergeld wieder rückgängig machen. Was heißt denn Bürgergeld? Das suggeriert doch bewusst, dass wir so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Menschen in Deutschland haben. Da gehen doch in den Betrieben Leute raus und sagen, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. Ja, wir haben es dieser Koalition gesagt, dass es so kommen wird. Wir haben mittlerweile 4 Millionen erwerbsfähige Menschen in Deutschland im Bürgergeld. Wir brauchen nicht Menschen im Bürgergeld, wir brauchen Menschen im Arbeitsmarkt. Und die könnten vielleicht sogar Freude daran haben, in diesem Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und dann werden wir den Menschen sagen, Arbeit ist für uns nicht eine unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit. Arbeit ist für uns auch ein Stück Lebensverwirklichung, ist ein Stück Freude an dem, was wir tun.
dass wir eine leistungsbereite Volkswirtschaft sein wollen, dass wir den Wohlstand unseres Landes erhalten wollen. Liebe Freunde, mit immer weniger Arbeit und immer mehr Freizeit ist weder der Wohlstand noch die Freiheit noch der Frieden unseres Landes zu erhalten. Und da werden wir dieser Ampel ein ganz klares Kontrastprogramm entgegensetzen und ihnen sagen, es muss anders werden für Deutschland, damit es wieder besser wird. Und zu dieser Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland, lassen Sie mich das ganz besonders in Bayern sagen, zu dieser Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gehört auch eine starke Landwirtschaft und eine starke Forstwirtschaft. Meine Damen und Herren, der ländliche Raum, die kleineren Städte und Gemeinden, das ist der Raum, in dem immer noch die Mehrheit unserer Bevölkerung lebt. Und deswegen auch danke an euch beide, liebe Ursula, lieber Manfred, den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, dass ihr dafür gesorgt habt, dass diese Flächenstilllegungsprogramme beendet worden sind, dass diese Düngemittelverordnung gestoppt worden ist, dass diese ganzen Beeinträchtigungen unserer Landwirte gestoppt worden sind im Europäischen Parlament gegen den erbitterten Widerstand der grünen Ideologen. Ihr habt es durchgesetzt und das war richtig für den ländlichen Raum, in dem die Mehrheit der Menschen in Deutschland leben. Und dann lassen Sie mich abschließend sagen, ja, wir haben nicht nur wirtschaftliche Herausforderungen. Wir stehen nicht nur vor außenpolitischen Herausforderungen. Wir stehen auch vor großen Herausforderungen im Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Täuschen wir uns da nicht. Die Gewaltbereitschaft, Hassreden, Hetze im Internet, Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, antisemitische Hetze. Und liebe Freundinnen und Freunde, der Linksradikalismus, der Rechtsradikalismus, alles, was wir da im Islamismus sehen, hat ein gemeinsames Merkmal. Sie sind alle zusammen tiefe Antisemiten. Was wir da von ganz links und was wir da von ganz rechts sehen, was wir da von den Islamisten sehen, eint alle ein abgrundtiefer Hass auf den Staat Israel und auf die Jüdinnen und Juden in der Welt und auch hier in Deutschland. Und deswegen hier ein klares Wort. Ja, man kann und man muss in diesen Tagen auch die Regierung in Tel Aviv kritisieren. Da läuft nicht alles so, wie es eigentlich laufen sollte. Aber Hasstiraden von einer Universitätspräsidentin in Berlin mit Hitlerbärtchen und Nazisymbolen den israelischen Ministerpräsidenten zu liken, meine Damen und Herren, das übersteigt jede Form von Meinungsfreiheit. Der Bundeskanzler hat sie heute richtigerweise aus dem Zukunftsrat seines Bundeskanzleramtes herausgeworfen. Diese Frau hat an der Spitze einer deutschen Universität nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Das hat mit Meinungsfreiheit gar nichts mehr zu tun. Und deswegen will ich hier auch für uns beide, für CDU und CSU, klarstellen. Kritik ja, Meinungsfreiheit ja. Aber da, wo die Grenzen überschritten werden, wo es Antisemitismus wird, wo es gegen unsere Demokratie geht, wo es gegen unseren Rechtsstaat geht, wo es gegen die Freiheit unserer Gesellschaft geht, da muss Schluss sein. Wir müssen die Bereitschaft aufbringen, intolerant gegenüber den Intoleranten zu werden. Hier gibt es keine Toleranz mehr. Hier muss der Rechtsstaat klar zeigen, wo die Grenzen sind. Und dafür steht keine Partei und keine Bundestagsfraktion so sehr wie wir von CDU und CSU. Wir lassen keinen Zweifel zu, wo wir da stehen. Gerade wenn es um den Schutz der Jüdinnen und Juden in unserem Lande geht, auch wenn es um den Schutz der in Deutschland lebenden Muslime geht, keine Frage. Auch diejenigen verdienen unsere Anerkennung, unseren Respekt und unseren Schutz. Aber diejenigen, die die staatliche Ordnung unseres Landes beseitigen wollen, diejenigen, die hier einen Kalifatstaat wollen,
Diejenigen, die die Scharia in Deutschland wollen und sie über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stellen, das in diesen Tagen 75 stolze Jahre geworden ist, denen zeigen wir die Grenzen auf. Und dazu gehören auch diese Leute, die sich Alternative für Deutschland nennen, liebe Freundinnen und Freunde. Das mag mal Leute gegeben haben, die das mit Anstand gemacht haben. Aber was da heute herumläuft, und wir sehen sie und erleben sie jeden Tag im Deutschen Bundestag, ihr erlebt sie hier in Bayern jede Woche im Bayerischen Landtag. Mit diesen Leuten haben wir nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist nicht die Alternative für Deutschland, das ist moralisch und wirtschaftlich der Abstieg für Deutschland. Und wir werden sie bis zur letzten Minute politisch bekämpfen, dass dieser Spuk in Deutschland wieder ein Ende hat. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, und so gehen wir jetzt an diesem Wochenende in die Wahlen zum 10. Europäischen Parlament. Nehmen Sie diese Wahlen ernst. Dieses 10. Europäische Parlament steht wahrscheinlich vor politischen Aufgaben einer Tragweite, wie wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht erlebt haben. Hier werden wieder Grundsatzentscheidungen zu treffen sein. Hier werden wieder ganz grundlegende Entscheidungen über Frieden und Freiheit, über Marktwirtschaft und Demokratie zu treffen sein. Hier braucht es eine starke Stimme der europäischen Christdemokraten. Hier braucht es eine starke deutsche CDU-CSU-Gruppe. Hier braucht es eine starke CSU in der CDU-CSU-Gruppe. Und deswegen, lieber Markus, dank noch einmal für die Einladung. Wir haben mit dem Berliner Bären in Berlin begonnen, die Schlussphase. Wir beenden sie heute mit dem bayerischen Löwen und wir packen den europäischen Stier bei den Hörnern und sind fest entschlossen, wieder die führende Kraft in dieser Europäischen Union zu werden. In diesem Sinne, gehen Sie wählen am kommenden Sonntag. Und meine Damen und Herren, dann gehen wir in die Schlussphase dieser Wahlperiode im Deutschen Bundestag. Dann hat auch im September 2025 spätestens dieser Spuk der Ampel in Berlin ein Ende. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.